Hallo Raumzeit, Ronny hier. Dyson-Sphären, die haben wir schon mehrfach in Raumzeit erwähnt. Dyson-Sphären, das sind sogenannte Megastrukturen, die einen Stern einhüllen, um einen großen Anteil oder gar die Gesamtheit seiner Energie nutzbar zu machen. Wie aber errichtet man solche Megastrukturen, die sogar die Besatzung der Enterprise in ehrfürchtiges Staunen versetzen? Ist das vielleicht eine Dyson-Sphäre? Eine Dyson-Sphäre? Wir finden heute heraus, was eine Dyson-Sphäre ist, welche Varianten diskutiert werden und wie wir sie bauen können. Willkommen bei Raumzeit. Eine Dyson-Sphäre ist eine gewaltige Megastruktur, die einen Stern umgibt. Sie wurde erstmalig in einem Science-Fiction-Roman im Jahr 1937 beschrieben. Jedes Sonnensystem war umgeben von einem Gewebe aus Lichtfallen, welche die entweichende Sonnenenergie einfingen, um sie dann intelligent zu nutzen. Im wissenschaftlichen Bereich wurde sie bekannt durch einen Aufsatz des Physikers Freeman Dyson, der 1960 argumentierte, dass solche Strukturen zum einen eine logische Konsequenz des steigenden Energiebedarfs seien. Zum anderen wies er darauf hin, dass wir über Dyson-Sphären fortschrittliche außerirdische Zivilisationen erkennen könnten. Eine Zivilisation, die Dyson-Sphären errichtet, wäre in der Tat sehr weit fortgeschritten. Die ihnen verfügbare Energiemenge würde diejenige der Menschheit um viele, viele Größenordnungen überschreiten. Der russische Wissenschaftler Kardaschew hat eine Skala entwickelt, um den Entwicklungsstand einer Zivilisation einzuordnen. In seiner Skala werden Zivilisationen in drei Stufen eingeteilt, die sich an der für diese Kultur verfügbaren Energie orientieren. Eine Kardaschew-1-Zivilisation nutzt die gesamte verfügbare Energie ihres Planeten aus, ein Ziel, das die Menschheit noch nicht erreicht hat. Wir liegen hier bei etwa 70%, sind also auf der Kardaschew-Skala eine 0,7-Zivilisation. Eine Kardaschew-2-Zivilisation nutzt den gesamten Energieausstoß ihres Sterns. Die Sonne erzeugt übrigens Energie im Jottawatt-Bereich. Wir haben dazu ein Video gemacht. Eine Kardaschew-3-Zivilisation schließlich nutzt die gesamten Energiereserven ihrer Heimatgalaxie, die Kraft von Milliarden von Sonnen. Eine Zivilisation, die eine Dyson-Sphäre errichtet hat, wäre damit eine Stufe-2-Zivilisation auf der Kardaschew-Skala. Ihr Heimatstern würde visuell quasi erlöschen. Das Licht wird durch die Dyson-Sphäre blockiert, aber er würde natürlich im Infrarotspektrum besonders sichtbar werden, da die Dyson-Sphäre ihre Energie in Form von Abwärme wieder abgeben muss. In Teleskopaufnahmen im Infrarotbereich könnten wir Dyson-Sphären also sehr deutlich erkennen. Nach solchen Infrarotquellen, so Freeman Dyson, müssten wir suchen, um hochentwickelte außerirdische Zivilisationen zu finden. Am Rande sei hier bemerkt, dass wir bisher noch nicht fündig geworden sind. Auch die 2015 entdeckten Lichtschwankungen in Tabby Star, wir berichteten dazu, scheinen nicht von einer Dyson-Sphäre zu stammen. Aber zurück zum Thema. Dyson-Sphären, also Dyson-Kugeln, ist ein irreführendes Wort. Es ist allerdings das Gebräuchliche und wird so auch meist im Science-Fiction-Bereich benutzt. Auch die Megastruktur, auf die die Enterprise von Captain Picard stößt, ist eine starre Kugel. Eine echte Dyson-Sphäre um einen Stern mit einem Radius von vielleicht 100 Millionen Kilometern oder mehr kann mit den uns bekannten Materialien schlicht nicht errichtet werden. Eine solche Kugel müsste eine Rotationsgeschwindigkeit von mehr als 20 Kilometern pro Sekunde haben, um der Gravitation des Sternes standzuhalten. Kein Material aber käme mit der dann auftretenden Zentrifugalkraft zurecht. Die Sphäre würde schlicht, aber spektakulär auseinanderreißen. Freeman Dyson selbst aber sprach nie von einer Kugel. Er sprach in seinem ursprünglichen Aufsatz von einer Shell, einer Hülle. Und dies meint er nicht wörtlich, wie er später immer wieder betonte. Er sagte in einer Antwort auf einen Kommentar zu seinem Aufsatz, eine solche Hülle oder einen Ring, der einen Stern umgibt, ist mechanisch unmöglich. Die Form einer Biosphäre, welche ich mir vorstellte, besteht aus einer losen Ansammlung oder einem Schwarm von Objekten, die sich in unabhängigen Orbits um den Stern bewegen. Was Freeman Dyson hier beschreibt, ist die in der Forschung bekannteste und populärste Variante, ein Dyson-Schwarm. Dabei hüllt man den Stern nach und nach mit Satelliten ein. Diese Satelliten, die können unterschiedliche Aufgaben ausführen. Die überwiegende Mehrheit würde Sonnenkollektoren darstellen, aber auch Habitate, Industrieanlagen oder Raumhäfen sind vorstellbar. Solche Strukturen sind technologisch natürlich eine Herausforderung,
aber sie ist tatsächlich zu bewältigen. Zunächst mal wird die Aufrechterhaltung stabiler Orbits für die Schwarmobjekte eine immer komplexere Aufgabe, wenn schließlich Billionen von Satelliten einen Stern umkreisen. Bereits ein Ring von Satelliten mit 100 Meter Abstand untereinander und einer astronomischen Einheit Abstand von der Sonne würde aus ungefähr 9 Milliarden Objekten bestehen. Das ist ziemlich cool. Aber wie bauen wir sowas? Und das ist im Grunde genommen keine sehr komplexe, wohl aber eine titanische Aufgabe. Sie ist eher vergleichbar mit dem Bau der Pyramiden oder der chinesischen Mauer als der Entwicklung einer CPU. Wichtige, aber nicht per se notwendige Voraussetzungen sind die Entwicklung einer künstlichen Intelligenz, selbstreplizierenden Robotern, sehr günstigen Launch-Systemen und kabellose Energieübertragung. Es ist vorstellbar, dass selbstreplizierende Roboter Asteroiden, den gesamten Asteroidengürtel oder auch den Planeten Merkur abbauen und so weitere Roboter, Solarkollektoren etc. erschaffen. Je mehr dieser Fotokollektoren im Orbit sind, desto mehr Energie steht schließlich für weitere Bautätigkeiten zur Verfügung. Der Prozess würde also mit exponentieller Geschwindigkeit ablaufen und bräuchte nur ein moderates Maß an menschlicher Kontrolle und Personal. Ein Dyson-Ingenieur des 22. Jahrhunderts, nennen wir ihn mal Gordon Freeman, hätte einen recht entspannten Tagesablauf. Er würde auf einer rotierenden Raumstation namens 42 Unlimited im entstehenden Dyson-Schwarm erwachen, sich einen heißen Kaffee zubereiten und an seine Workstation gehen. Dort überwacht er die Stabilität der Umlaufbahnen, erweist Wartungsaufgaben und neue Produktionsaufträge zu. Um 11.13 Uhr Erdzeit geben die SWIFT-Satelliten eine Sonnensturmwarnung. Gordon begibt sich daraufhin in den Delta-Quadranten der Station, der die Bewohner vor der gefährlichen Eruption schützt. Später kontrolliert Gordon die Funktionen der Satelliten und weist einige Reparaturen an. Wenig später beendet Gordon Freeman seine Schicht und wendet sich den reichhaltigen Freizeitaktivitäten der 42 Unlimited zu, bevor er seine Tochter Kira von der Schule abholen muss. Ingenieure und Ingenieurinnen wie Gordon Freeman arbeiten und leben mittlerweile auf hunderten ähnlicher Raumstationen, verteilt auf einen Ring von fast einer Milliarde Kilometern. Spannend ist, dass im Grunde all diese Technologien bereits verfügbar sind. Wir sind in der Lage, Material in den Orbit um die Sonne zu bringen. Wir verfügen über Satelliten mit photovoltaischen Kollektoren. Unsere Computer sind leistungsstark. Und die Entwicklung von KI und 3D-Druckern macht rasante Fortschritte. Kabelloser Energietransfer ist bereits über mehrere Kilometer auf Basis von Lasern bzw. Mikrowellenlasern, sogenannten Masern, möglich. Die Kosten, Material in den Orbit zu bringen, werden stets reduziert. Erst in diesem Februar senkte SpaceX mit dem erfolgreichen Testflug der Falcon Heavy die Kosten pro Kilogramm auf unter 1.600 Dollar. Ein ungeheurer Meilenstein, wenn man bedenkt, dass die Ariane 5 es nur auf 20.000 Dollar pro Kilogramm schafft. Kritiker sagen jetzt, aber die Kosten. Aber die Kosten sind absolut zu bewältigen, wenn die Menschheit sich zu einem derartigen Projekt entschließt. Die aktuellen Verteidigungsbudgets nur der ersten 10 Staaten ergeben eine Summe von mehr als 1 Billion Euro pro Jahr. Für 1 Billion Euro lassen sich 10.000 Falcon Heavy starten, die insgesamt mehr als 200.000 Tonnen Nutzlast in einen Sonnenorbit bringen können. Und ja, jedes Jahr. Überwindet die Menschheit ihr Misstrauen und ihre Feindseligkeit, dann könnten wir tatsächlich noch in diesem Jahrhundert mit dem Bau eines Dyson Swarms beginnen. Um einmal an unseren ersten Ring zu erinnern, in dem Gordon Freeman im nächsten Jahrhundert leben wird. 9 Milliarden Kollektorsatelliten mit je 1 Megawatt Leistung hätten in seinem solchen Ring bequem Platz. Diese würden uns damit 9000 Terawatt Leistung zur Verfügung stellen. 9000 Terawatt, wie viel ist das eigentlich? Vielleicht hilft diese Information. Die gesamte Stromerzeugung der Menschheit auf Basis von Atomkraft, fossilen Brennstoffen, erneuerbaren Energien und Hamstern in Laufrädern betrug im Jahre 2015 ca. 6 Terawatt. Ein kompletter Dyson Swarm, der die Energie der Sonne zu 100% nutzt, auch wenn eine 100% Effizienz etwas hypothetisch ist, würde fast 4 Billiarden Terawatt erzeugen. Und hier das Ganze mal als Zahl, verglichen mit aktuell 6 Terawatt. Es gibt übrigens noch andere Entwürfe für Dyson-Strukturen. Zum Beispiel eine Variante, die auf Statiten basiert. Hier nutzen wir gewaltige Sonnensegel. Diese nutzen den Lichtdruck der Sonne aus, um exakt auf einer Position zu verharren. Gravitation und Lichtdruck befinden sich immer im Gleichgewicht. Das Problem der Orbits zumindest wäre damit zu bewältigen. Wir haben allerdings aktuell noch keine Technologie, Lichtsegel herzustellen, die dünn genug sind.
Wir geben euch einige Links mit weiterführenden Texten in der Videobeschreibung. Ja, und unsere Frage an euch ist dann, wofür würdet ihr die unfassbaren Energiemengen eines Dyson Swarms nutzen? Schreibt es uns in den Kommentaren. Wir freuen uns auf eure bestimmt ganz spannenden Ideen. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert Raumzeit für spannende Blicke in den Kosmos und unsere Zukunft jeden Sonntag um 19 Uhr. Vergesst bitte die kleine Glocke nicht. Teilt unser Video auf Facebook und Twitter. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und 42. Let it go.